Ja, hallo, es freut mich sehr, hier sein zu können. Und wie Sie von der Frau Bundesministerin gehört haben, ich gehöre schon ein bisschen zum Inventar. Als das Internet Governance Forum global 2006 begann, waren all diese Themen hier noch Neuland, wie es eine berühmte Bundeskanzlerin gesagt hat. Heute gibt es keine Bildungskarriere, so gut wie keinen Arztbesuch und auch keine Nachrichtensendung, wo nicht ein direkter Bezug zu digitalen Themen vorhanden ist. Die Digitalisierung ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und genau deshalb ist Digitalpolitik heute auch Gesellschaftspolitik geworden. Denn der Einsatz digitaler Technik ist der Hebel mit enormem Gestaltungsspielraum in allen Lebensbereichen. Man könnte sagen, es ist die in Silizium gegossene Verfasstheit unserer Gesellschaft. Aber was machen wir jetzt damit? Mit den Grundrechten vor Augen können wir diesen riesigen Hebel nutzen, um unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Auf zu einem transparenten Staat, maschinenlesbaren Behörden, dezentrale digitale Infrastrukturen, die unsere Privatsphäre achten und uns das offene Weltwissen in jedes Klassenzimmer bringen. Aber wenn wir andere Ziele vor Augen haben, dann können wir sehr schnell aufwachen in einer Welt, in der uns jedes menschliche Maß abhanden gekommen ist, wo Algorithmen regieren, Menschen gläsern vom Staat werden, inmitten von Videoüberwachung und Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen. Und die einzige Wahl beim Kauf eines Smartphones ist dann Google oder Apple. Unsere Werte machen hier also den Unterschied. Die Weichenstellung zwischen Utopie und Dystopie, zwischen Chancen und Risiken der Technik, fällt unserer Generation in den Schoß, ob wir das wollen oder nicht. Wir setzen die Eckpfeiler in Fragen des Datenschutzes, der Informationsfreiheit oder der Regulierung dominanter Plattformen. In 30 Jahren werden die Fragen ganz andere sein. Uns fällt diese Entscheidung zu. Unklar ist nur, ob wir die demokratisch mit Blick auf unsere Grundrechte treffen oder nach dem Recht des Stärkeren. Ich mache seit über 14 Jahren Digitalpolitik bei der unabhängigen NGO Epicenter Works. Wir sind die, die unter anderem ein Holzpferd vor dem Justizministerium zerlegen, um den ersten Anlauf des Bundestrojaners 2016 zu verhindern. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis, wieso ich nach all den Jahren immer noch dabei bin und vor allem, wieso ich die Hoffnung nicht verloren habe. Meine Theory of Change ist ganz einfach. Entscheidungen werden besser, je mehr Menschen sich daran beteiligen. Jeden Tag realisieren mehr Menschen, wie wichtig Digitalpolitik für ihr Leben ist, für ihre Kinder ist, für den Rechtsstaat ist. Das sind jeden Tag mehr Wählerinnen und Wähler, denen nicht egal ist, was wir hier heute alle tun. Das sind jeden Tag auch mehr Augen und Ohren und am wichtigsten auch der Kopf dazwischen, die mithelfen, gute Lösungen zu finden. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis all unser Leben durch die Digitalisierung auf den Kopf gestellt wird. Bei manchen war es Edward Snowden 2013 und bei anderen das Handy von Thomas Schmidt 2021. Denn wir alle haben etwas zu verbergen. Deswegen tragen wir Kleidung, deswegen verwenden wir Passwörter und deswegen reden wir mit Arbeitskollegen anders als mit unseren engsten Freunden. Mein ehemaliger Chef in Brüssel, John McNamee, hat mal gesagt, es ist dumm, nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Aber es ist noch viel dümmer, nicht aus seinen Erfolgen zu lernen. Österreich hat große Erfolge in der Digitalpolitik. Lange vor meiner Zeit hat man sich in diesem Land auf das BPK geeinigt. Das bereichsspezifische Personenkennzeichen klingt saufad, ist aber eine unheimlich tolle Idee. Firewalls zwischen den Ministerien verhindern die Gesamtschau auf alle Lebensbereiche. Der Staat war klug genug, sich selbst die Macht zu nehmen, alles über einen Menschen zu wissen. Davon könnte sich Google was abschauen. Wir haben aus diesem Land heraus die Vorratsdatenspeicherung in Europa abgeschafft, inzwischen schon viermal den Bundestrojaner verhindert. Wir haben einen aufrechten Beschluss aller Parteien im Nationalrat gegen die Chatkontrolle auf EU-Ebene. Max Schrems ist der moderne David, der sich mit Goliath, also Facebook, anlegt und dabei gewinnt. Und das wird gesehen. Wir kämpfen in Österreich an vorderster Front gegen eine EU-bebordende UN-Cybercrime-Convention für Netzneutralität oder sichere digitale Identitäten in Europa und sogar auf UN-Ebene. Aber was haben wir daraus gelernt? Das letzte Internet Governance Forum in Österreich war 2017. 7 Jahre ist die Debatte woanders geführt worden. Im Netzpolitischen Abend, im digitalen Humanismus und in unzähligen Verhandlungsrunden von Hunderten
digitalen Rechtsakten. Diese Arbeit passiert, weil es tausende Einzelpersonen im Land gibt, die an die Zivilgesellschaft spenden, staatliche Förderungen für diese Erfolge, diese Vereine, diese Menschen gibt es bis heute nicht. Betreffen werden uns die digitalpolitischen Weichenstellungen sowieso. Die wichtigen Fragen sind, schauen wir rechtzeitig hin, mit wem arbeiten wir an Lösungen und welche Werte leiten uns dabei? Vielen Dank.